Wenn du wenn eine Ausschreibung kommt zu einem Thema, überrasch die Juroren, indem du das Thema vielleicht auf eine sehr spezielle Art und Weise angehst, weil sie wollen natürlich nicht 500 die gleichen strukturierten Geschichten über irgendeine Liebesromanze lesen, wenn ihr zum Beispiel was im Bereich Romance ist. Sie freuen sich natürlich auch, wenn man da auf eine originelle Idee kommt. Ist natürlich nicht einfach. Das ist jetzt, da kann ich dir auch gar nicht mehr viele Tipps zu geben. Ich kann nur sagen, versuche so originell und so authentisch wie möglich dann dabei zu bleiben. Aber du musst natürlich irgendwas probieren, entweder eine krasse Überschrift, einen sehr krassen ersten Satz, mit dem du die Aufmerksamkeit der Juroren erstmal fängst. Du musst ja gegen diese anderen Mitbewerber, die alle auch in dem Wettbewerb gewinnen wollen, gegen die musst du ja anstinken. Aloha und herzlich willkommen zum Butterfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Hallo und herzlich willkommen zum Butterfly Schreib dein Buch Podcast heute mit mir. Ich bin Ilka Sommer, ich bin Team des Butterfly Clubs und freue mich total, dass du jetzt hier heute zuhörst. Wenn ich dir etwas erzählen möchte, und zwar bin ich ja so im Bereich Kurzgeschichten unterwegs, hast du vielleicht auch schon den einen oder anderen Podcast mit mir gehört. Und heute möchte ich mich auf das Thema Schreibwettbewerbe konzentrieren und dir Tipps geben für die Vorbereitung und für die Einreichung von Kurzgeschichten. Denn dafür sind Kurzgeschichten perfekt. Um sich bei Anthologien zu bewerben, das sind Schreibwettbewerbsausschreibungen, oft von Verlagen, von Agenturen, die neue Autoren suchen. Da gibt es im Jahr mehrere Ausschreibungen, da kannst du dich in Newslettern anmelden, um dich informieren zu lassen. Und da werden Kurzgeschichten gesucht. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dich dort als Autor oder als Autorin zu präsentieren, mit dir und mit deinen Geschichten, mit deiner Fähigkeit, wie du schreiben kannst. Jetzt kann man natürlich breit streuen und sich bei allem bewerben, was nicht nied- und nagelfest ist. Oder man sucht das aus, wo man denkt, ach, guck mal, da habe ich gerade eine passende Geschichte zu. Oder man schreibt extra eine Geschichte für einen Wettbewerb. Wenn man denkt, ah, da würde ich aber unheimlich gerne dabei sein und sich dann darauf zu fokussieren. Es ist eine tolle Möglichkeit. Es ist aber auch nicht einfach, weil ich glaube, ich habe das schon mal gehört, wenn ein Verlag was ausschreibt, da gibt es schon mal manchmal wirklich bis zu 150 Bewerbungen. Bei einigen gibt es sogar mehrere hunderte, 600, 700 Bewerbungen und genommen werden dann, weiß ich nicht, 10, 20. Musst du gucken, das ist in der Wettbewerbsausschreibung, steht es mit drin, ob es Preise gibt, wie viele Geschichten genommen werden, ob vielleicht vorausgesetzt wird, dass du dann sollte deine Geschichte genommen werden, du auch zu Lesungen kommen musst, zur Preisverleihung kommen musst. Das wäre natürlich schön und sowas erhofft man sich auch als Autor oder auch als Autorin natürlich immer, weil es gibt doch nichts Schöneres, als die Geschichte gedruckt in einem Buch zu sehen. Es ist eine wunderschöne Wertschätzung, wenn man es weiß. Man hat sich gegen all diese Konkurrenten durchgesetzt und hat es geschafft, in einen Wettbewerb zu kommen. Ich kann dir ehrlich sagen, es ist mir bisher ein paar Mal geglückt. Es ist aber auch schon von vielen Stellen, dass ich eine Absage bekommen habe, wo ich auch wirklich gerne mit dabei gewesen wäre. Also es ist Glückssache. Es ist aber vielleicht auch, dass du genau gerade diesen Ton triffst, dass du gerade genau diese Idee hast, die jetzt besonders überzeugt. Und ich gucke jetzt mal, was ich an Tipps habe, die ich dir weitergeben kann, um dich da möglichst gut auf Wettbewerbe vorzubereiten. Das Erste kann ich dir nur sagen, wähl den Wettbewerb sorgfältig aus. Ich finde es nicht sinnvoll, wirklich jetzt bunt gemischt durch alles mich überall zu bewerben. Bei einigen fällt man sowieso raus, weil es oft Wettbewerbe gibt, die sagen, das ist speziell für bayerische Autoren, das ist was für junge Autoren, das ist was für welche, die irgendein spezielles Thema haben wollen oder ja, es ist sehr unterschiedlich. Achte also da auf die Wettbewerbsbedingungen, guck dir die in Ruhe durch und such dir dann den passenden Wettbewerb für dich aus. Vielleicht, was ein guter Tipp ist, ist, guck, wie die vergangenen Wettbewerbe waren. Wenn das dieser Wettbewerb wiederholt stattfindet von dieser Ausschreibungsstelle,
Guck, wie war es in den letzten Jahren? Wer hat da gewonnen? Welche Arten von Geschichten haben gewonnen? Dann weißt du vielleicht schon mal, das hat den Juroren anscheinend besonders gut gefallen und versuch dann vielleicht in diese Richtung zu gehen, vorausgesetzt, du musst dich dafür nicht zu sehr verbiegen, denn sonst verlierst du deine Authentizität. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass jeder seine eigene Schreibstimme hat, in der er sich wohlfühlt. Also guck dir die Bedingungen an. Dann wirklich eine ganz klare Empfehlung. Da gibt es oft, nicht immer, aber bei einigen Wettbewerben ganz harte Kriterien, die sagen, reiche ein, schreibe in folgender Schriftform, folgender Schriftgröße, folgender Absatzgröße, maximal x Zeichen zu dem Thema XY. Da halte dich daran. Das sind harte Kriterien. Hältst du dich an die, nicht ist deine Geschichte raus. Die gucken sich die wahrscheinlich noch nicht einmal mehr an. Das wäre dumm, ah nein, es wäre nicht schlau, wenn du das einfach missachten würdest. Da ganz klar, harte Vorgaben, sie sind der Herausgeber, sie haben das gesagt. Und wenn die sagen, dreimal ausgedruckt, schicken per Post an, dann, wenn du das machen möchtest, dann mach das und sag nicht, ich schicke jetzt trotzdem per Mail. Wenn es so gewünscht wird, dann halt dich dran, wenn du da mitmachen möchtest. Das sind so meine Empfehlungen. Erstmal ganz wichtig, wähle den passenden Wettbewerb, wo du ein gutes Gefühl für hast, wo du sagst, meine Autorenstimme, das, mein Genre, in dem ich gerne schreibe, das wird hierzu passen. Und dann halte dich an die harten Kriterien. Dann natürlich schreibe und überarbeite sorgfältig deine Geschichte, gib sie bestmöglich ab. Geh selbst auf Korrektursuche, nimm dir da Unterstützung durch Korrektursuchprogramme und auch immer ein Tipp, den habe ich auch in den anderen Podcasts schon gegeben, binde andere Autoren mit ein, Testleser mit ein. Sucht dir Testleser und lest eure Geschichten untereinander und gebt euch ehrliches und offenes und sachliches Feedback, um die Geschichten gegenseitig noch besser zu machen. Das hilft enorm, weil du als Autor weißt natürlich, was du sagen möchtest, aber du weißt nicht, ist es mir geglückt, das zu transportieren zwischen den Zeilen. Ganz wichtig. Was auch eine schöne Idee ist, ist, wenn du sagst, ja, man hört immer davon, ein Lektor kann eine Geschichte noch weiter verbessern. Wie arbeitet so ein Lektor überhaupt? Da kann ich dir die Empfehlung geben, wenn du jemanden gefunden hast und du möchtest das gerne mal ausprobieren, mach das mit einer Kurzgeschichte. Das ist ein überschaubarer Rahmen finanziell und du kannst sofort schon mal feststellen, auch in diesem kleinen Umfang, was findet der Autor, was meine Testleser nicht gefunden haben? Wie geht der mit seiner Betrachtungsweise an meine Geschichte ran? Wie konnte er meine Botschaft noch klarer herauskristallisieren und meine Charaktere in ein noch tolleres Licht stellen? Wie ist ihm das geglückt? Das ist zwar eine Investition, du gibst erstmal Geld irgendwo rein, aber du lernst ja unheimlich viel durch die Tipps, die der Lektor dir gibt, durch die Punkte, auf die er sein Augenmerk lenkt, merkst du ja, ha, an der Geschichte, da muss ich noch an dem Punkt in meinem Schreiben, muss ich nochmal arbeiten. Das ist mir noch nicht so richtig perfekt geglückt. Also eine tolle Möglichkeit, arbeite mit Testlesern zusammen, arbeite mit anderen Autoren, Autorengruppen zusammen und teste ruhig mal einen Lektor aus. Darf auch gerne eine Lektorin sein, habe ich gar nichts gegen. Ja, das sind also diese drei Punkte. Jetzt kommt was ich immer sehr schwierig finde, aber was wichtig ist, sei natürlich einzigartig und originell. Wenn eine Ausschreibung kommt zu einem Thema, überrasch die Juroren, indem du das Thema vielleicht auf eine sehr spezielle Art und Weise angehst, weil sie wollen natürlich nicht 500 die gleichen strukturierten Geschichten über irgendeine Liebesromanze lesen, wenn jetzt zum Beispiel was im Bereich Romance ist. Sie freuen sich natürlich auch, wenn man da auf eine originelle Idee kommt. Ist natürlich nicht einfach. Das ist jetzt, da kann ich dir auch gar nicht mehr viele Tipps zu geben. Ich kann nur sagen, versuche so originell und so authentisch wie möglich dann dabei zu bleiben. Aber du musst natürlich irgendwas probieren, entweder eine krasse Überschrift, einen sehr krassen ersten Satz, mit dem du die Aufmerksamkeit der Juroren erstmal fängst. Du musst ja gegen diese anderen Mitbewerber, die alle auch in dem Wettbewerb gewinnen wollen, gegen die musst du ja anstinken. Und dafür braucht man natürlich schon irgendwie eine besonders cooles Thema oder eine besondere originelle Herangehensweise an dieses Thema, über das du da gerade schreiben wolltest. Also da kann ich immer nur sagen, probier dich aus, wenn Absagen kommen, nimm sie wie ein Mann oder wie eine Prinzessin, steh einfach wieder auf, richte deine Krone und arbeite weiter, wenn du Glück hast. Und das ist natürlich toll,
wenn man eine Absage bekommt, die aber dann begründet ist, da drin steht, wir konnten deine Geschichte nicht nehmen, weil uns fehlte hier irgendwas Packendes oder die Botschaft haben wir nicht verstanden. Wenn eine Rückmeldung kommt, die kommt nur sehr selten, nur wenn, ist es wirklich wertvoll. Weil dann weißt du so, warum konnte meine Geschichte hier jetzt gerade noch nicht überzeugen? Und grundsätzlich rate ich auch, vertraue deinem Instinkt. Wenn du merkst, puh, die Anforderungen für diesen Wettbewerb, dafür muss ich mich ganz schön verdrehen, verbiegen, verbeulen, dann sage ich, lass es. Dann passt dieser Wettbewerb nicht zu dir. Dann geh nochmal wieder einen Schritt zurück in die Auswahl nach den richtigen Wettbewerben und such einen für den, wo du sagst, das passt zu mir. Und dann kämpf ruhig, gib dein Bestes und wenn es in dem Moment noch nicht passt, dann ist es nicht so tragisch, dann hast du wieder was gelernt und du hast wieder eine Geschichte für dein Portfolio geschrieben, die du vielleicht anderweitig nochmal einsetzen kannst. Aber auf jeden Fall ist ja was zu deinem Schreibhandwerk dazugekommen und du bist eine Erfahrung reicher. Ja, ich hoffe, du kannst was mit meinen Tipps anfangen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Freude in der Umsetzung und ich drücke dir toi, toi, toi die Daumen, dass deine Geschichte bei den Wettbewerben, wo du sein möchtest, auch landen wirst. Mach's gut und vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal im Bookerfly schreib dein Buch Podcast. Deine Ilka. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.